Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hope Lake. Und dann lesen wir mal mit der epischen Musik im Hintergrund. Molimo war über Winonas Tod bestürzt. Er kehrte zu seinem Stamm zurück und erzählte jedem von dem Angriff. Ja, er wurde in Brust und Schulter und so getroffen, aber... Und sie nur in den Arm, aber ey. Er hat überlebt. Ist ohnmächtig im Wasser geworden, aber hat überlebt. Sie nicht. Oh mein Gott. Der junge Krieger bat jeden seiner Freunde, Winona zu heilen. Jeder versuchte ihm zu erklären, dass das Mädchen tot war und nicht geheilt werden konnte. Und niemand konnte ihm helfen. Dann ging Molimo zum Schamanen des Stamms, dem weisesten Mann, den Molimo kannte. Der Schamane erzählte ihm ein Ritual der Auferstehung, das die Macht hatte, eine Person von den Toten zurückzuholen. Hadu Guion? Oh Gott, ich hätte diesen Namen. Entschuldigung. Oh, ich kann die nicht aussprechen. Der Hüter der Welt der Toten konnte die Seele aus seiner Welt zurück in einen Körper in unserer Welt bringen. Allerdings müssen dafür bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Andere Menschen müssen dafür geopfert werden. Auch ein besonderes Artefakt war erforderlich, um einen Austausch der Seelen zu ermöglichen. Hadugion würde diese Seelen nehmen und im Austausch dir eine Seele zurückgeben. Molimo hatte genau 3 Tage Zeit, bevor Winona beerdigt werden sollte. Der Schamane erzählte ihm von einer Höhle, in der sich dieses Artefakt befinden sollte. Das Ritual wurde an den Wänden der Höhle dargestellt. Wenn eine lebende Person das Artefakt anlegte, würde sie sterben. Molimo begann sofort mit der Suche nach dem Artefakt. Zum Schluss legt er es selber an, wa? Oh, ein bisschen erinnert mich das gerade an Prey, weil wir da ja einen Cherokee spielen. Cooles Bild. So, und sie hat wieder irgendwas aufgekritzelt gerade. Oh, schon wieder ein bisschen was verpasst. Der Mann ist schon wieder entkommen, aber dieses Mal hat er ein Feuer gelegt, um zu entkommen. Hä? Feuer gelegt? Hat er irgendwas in so Chemikalien, da hat er irgendwas gebastelt und hat dann das reingeschmissen. Feuer gelegt. Naja. Ich muss das Feuer schnellstmöglich löschen. Er hat etwas an dem Tisch gemacht. Auf dem Tisch liegt ein Buch. Ich muss es untersuchen und herausfinden, was er vorhatte. Worin hat er das Tuch getränkt? Wohin ist er gerannt? Ich gehe hinunter zum Hof. Er muss hier irgendwo sein. Ja, ich würde da gar keine Notwendigkeit sehen, hinterher zu laufen. Also ich, aber gut, sie ist ja Polizistin. Oh, hier, die Zeit. Ich habe gerade gesehen, wie sich der Zeiger bewegt hat. Cool. Wie es aussieht, mag der Verbrecher Legenden über die Ureinwohner Amerikas. Was hat er mit all dem Zeug vor? Glaubt er wirklich, dass er eine dieser Legenden in Wirklichkeit, im wirklichen Leben nachstellen kann? Das riecht nach Wahnsinn. Dieser Mann ist gefährlich. Ach, der will scheinbar... Hier, der Zeiger hat sich schon wieder bewegt, aber es ist übrigens nicht zu spät. Der will scheinbar jemanden wiederbeleben. Lötlampe. Das hier nehmen wir nicht mit? Oh. Ja, also scheinbar will er jemanden wiederbeleben. Das ist ja ganz große Klasse. Nein? Doch? Ah. Voller Teekessel. Jetzt muss ich den bestimmt noch hier drauf setzen, ne? Das war so klar. Und mit dem Lötdings zünden wir es an. Das Gas kommt nicht aus dem Tank. Ach so, ja. Hat sie ja vorhin erzählt. Ich muss den Tank mit dem Ofen... der Tank muss mit dem Ofen verbunden werden. Ja, aber wie? Ich habe keine Ahnung. Scheinbar noch nicht jetzt. Seitdem wir den Kühlschrank geöffnet haben, ist hier so... Stimmung in der Küche. Naja, dann müssen wir noch was machen. Ja. Heißt ja nicht, dass wir jetzt dort gleich was machen können. Ach so. Ach, hier. Das hätte ich ja fast vergessen. Na komm schon. Ja. Es dauert immer so lange. Setze die Figuren in die richtige Reihenfolge. Benutze das Buch über amerikanische Ureinwohner als Vorlage. Also die Bilder hier an der Seite, ne? Ich habe keine Ahnung. Ja, wie sollen die überhaupt stehen? Paarweise, ja. Aber hier oben, ach so,
Hier geht's aber nicht paarweise, da stehen ja drei. Ja, hör auf rumzuhüpfen. Ich habe keine Ahnung. Muss ich die nebeneinander stellen oder ich weiß es nicht. Die beiden müssen ja irgendwie zusammenstehen, ne? Irgendwie laut dem Bild hier. Aber ich weiß nicht, auf welcher Stelle. Und hier jetzt kann neben dem ja nichts stehen. Oder müssen die so auch wie hier? Müssen die so jetzt untereinander stehen? Wäre aber blöd, weil der hier kann dann nicht paarweise stehen mit irgendwas. Wisst ihr, was ich meine? Ach so, oder der geht da drüben hin und der geht dorthin. Das könnte natürlich so auch sein. Nom, 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 nom. Das geht aber mit dem hier dann nicht, weil hier müssen zwei untereinander sein und da. Und hier gibt es aber nur ein. Ach so, nee, hier und da. Ach, das ist Mess. Mess. Was ist das da oben für einer? Warte mal. So könnte das sein. Weil der muss ja so mit dem hier so sein. Aha, hier, der muss mit dem so sein, ne? Und hier, dann muss der vielleicht so. Weil neben dem, oder doch, oder so hier. Weil neben dem hier muss nämlich noch eine andere sein. Ich kann nicht nur nicht erkennen, was daneben sein soll. Ich glaube, der hier, oder? Ja, der hier mit den Zähnen da, der genau. Und was ist mit dem, wo... Also, der muss so hier mit dem hier, ne? Und der muss mit dem so. Aber das passt ja mit dem hier dann wieder nicht. Ah, hier links neben dem Falken muss der stehen. Oh, ich glaube, der Fisch. Oh, die leuchten, die stehen an der richtigen Stelle. Das haut dann aber mit dem hier nicht mehr hin. Hier so. Aha. Eigentlich nur hinstellen, bis sie leuchten. Okay. Repariere die Halskette, natürlich. Gasschlauch, ah. Ach ja, hier brauchen wir dann die Edelsteine, natürlich. Halt, 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 halt. Ja. So. Diebstahl in St. Patrick's. In der St. Patrick Nervenklinik. In der Mount Massive Heilanstalt hat es einen Diebstahl gegeben. Dr. Rick Traeger, eine alte Frau indianischer Abstammung, Entschuldigung, beschuldigte die Krankenschwester Louise Brown, ein teures Familienerbstück gestohlen zu haben. Laut Frau Sullivan gehörte die wertvolle Kette einst Winona, der ersten Frau in ihrer Familie. Angeblich ist diese Kette der Grund, dass Frau Sullivan so alt geworden ist. Der Verdacht fiel auf Louise Brown, da sich bereits viele weitere Patienten über sie beschwert hatten. Louise behauptete zu ihrer Verteidigung, die alte Frau habe die Halskette nur verloren. Die Pflegerin wurde daraufhin von der Leitung der Klinik entlassen. Naja. Ja, und danach hat sie mit Kindern zusammengearbeitet. Mal ganz ehrlich, das geht doch nicht. Die schreibt schon wieder. Fleißig, fleißig. Und hier ist die Halskette. Also hat Louise sie tatsächlich gestohlen. Sie hat es geschafft, sie vor aller Augen zu verbergen. Leider fehlen die Steine in der Halskette. Ich vermute, dass sie in Verstecken auf dem ganzen Schulgelände verteilt sind. Oh Gott. Ich werde versuchen, sie alle zu finden und dieses Familienerbstück wiederherzustellen. Ja, einen habe ich ja schon mal gefunden. Ein Saphir. Das ist ja immerhin schon mal was. Das war aber auch, die Frau war klaut und misshandelt Kinder und mein Gott. Und bestimmt, weil sie die geklaut hat, die Halskette, ist sie dann später gestorben. Könnte ich mir so vorstellen. Wäre nicht verwunderlich. Nee, ich muss ja hier in die Küche.
Oh, jetzt braucht das so lange, bis es sich aufgebaut hat, das Spiel, und bis wir dann dahinter können. Ja. So. Juhu! Verbunden! Oh, hier, Druck. So. Und jetzt können wir das Ding hier endlich anmachen. Warum? Ich brauche Streichhölzer. Was? Du hast einen Gasbrenner hier. Glödlampe. Es hat nicht genügend Benzin. Ich muss zuerst die Kette der Kellertür durchschneiden. Ach so. Ach, ne, ja. Warum nicht? Natürlich. Das ist ja sicher, klar, ja. Man muss schließlich Prioritäten setzen, nicht wahr? Hinein! Die Treppe müsste in den Keller führen. Ich frage mich, was da wohl im Moment ist. Ah, ein langer Gang. Mit Puppen schon wieder. Was ist denn das? Hier liegen überall Puppen rum und hier ist ein Leck. Das müssen wir erstmal reparieren, nehme ich an. Ich kann nichts sehen, ich brauche mehr Licht. Ach so. Oh, ein Uhrenpendel. Das ist Vault 101. Oh, so ein Ding habe ich doch in der Uhr gesehen. Wofür ich aber erst dieses Uhrenpendel brauche. Ich fürchte, da fehlt noch etwas. Ja, ein bisschen. Ganz klein wenig wahrscheinlich nur. Was und da... Ah, immerhin hat sie jetzt das Uhrenpendel. Hey! Wo war die Uhr? War die hier? Nein, natürlich nicht. Ah, nein. Geh weg, geh weg. War sie da? Im Keller müssen wir aber das Licht anschalten. Da kommen wir ja aber erst in 100.000 Jahren rein, wenn es so weitergeht. Ja, Leute. Hier war die Uhr. Vor allem, hier heißt es, einige der Uhrengewichte fehlen. Irgendwie fehlt nur eins, habe ich so das Gefühl. Bringe alle Uhrengewichte auf die mittlere Höhe. Nein, ich hasse sowas. Die beiden sind doch schon richtig. Juhu! Oh, das war ja, das ging ja gut. Ja, Pinsel hat Errungenschaft freigeschaltet. Hexteil. Ja. Warum nehmen wir uns nicht doch den Zeiger mit? Ich meine, die eine andere Uhr dort, die brauchte doch einen Zeiger. Naja. Dann eben nicht. Reicht das eine Teil jetzt für den Keller? Echt, das eine Teil reicht für den Keller? Ich dachte, da brauchen wir noch viel mehr. Ich höre Ratten. Das eine Teil reicht echt. Oh, ich dachte, das müssen wir alles noch ausfüllen. Bewege die Paare, bis die Bilder darauf übereinstimmen. Hä? Ach so, hier, Streichholz und ja. Ach nö. Halt! Oh, das hat sich gerade nicht mehr... Nein! Was? Hä? Nein, mein Mauszeiger hängt fest. Ach nö. Ich breche mal die Aufnahme ab und ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, es hat sich wirklich aufgehängt gehabt. Also es hat sich festgehängt. Es ist dann von selber, aber ich wollte es gerade neu, also ausmachen und neu starten. Da ging es aber von selber wieder. Keine Ahnung, wieso und warum das nicht geklappt hatte, aber ja, jetzt hat es das ja offensichtlich. So. Ist das richtig? Ist es nicht richtig? Ah. Und das hier ist nicht richtig? Was muss denn da hin? Ne, wo muss denn... Ach nee, das muss... Es muss immer nur eins irgendwo hin, oder wie? Nee, hä?
Ach, hier, nee, hier müssen, es müssen zwei hin. Ah, natürlich. Wieso? Ist doch irgendwie, oder? Nicht? Hä? Ah. Genetik. Ich nehme an, das hier soll die DNA-Spirale darstellen. So, und das braucht auch ein Steuer doch eigentlich, oder? Die wollen mich doch verarschen. Ach, hier, ich bin übrigens. Nee, das braucht natürlich sowas. Ich bin natürlich dämlich. So muss das sein, nicht hier oben. Ich dachte von oben nach unten. Ein weiteres Wimmelbildspiel. Ich fand das so toll. Nein, ein Minispiel. Was ist hier kaputt? Ich weiß nicht, sie sagt nichts. Eine der Sicherungen fehlt. Ohne sie wird der Strom nicht angehen. Ah, das ist aber schade. Na. Wimmelspiel! Ja, oh, ich finde das so toll. Hier sind so viele Wimmelbildspiele. Schiff. Flasche, Bügeleisen, Kalender. Flasche, Bügeleisen, Kalender. Bügeleisen. Ja. Glaskolben. Ich musste trotzdem mal drauf drücken. Da ist die Flasche. Ein Kalender. Denkt normalerweise an der Wand. Theoretisch. Ach nein, hier nicht. Tischtennisschläger, Telefon, Drache. Hier schon wieder so ein komisches Auge. Bäh. Tischtennisschläger. Telefondrache. Wo ist denn hier ein Drache? Ich sehe hier eine Freiheitsstatue. Oh, und den Trichter. Augapfellibelle. Bäh, da, schon wieder. Also doch. Nee. Libelle. Ich sehe einen Fuß. Hat der Zauberer nicht richtig gezaubert? Wenn der Fuß noch da drin ist. Na, ein Handabdruck. Tischtennisschläger, Telefondrache. Ach, hier ein altes Telefon. Dann ist der Tischtennisschläger und wo ist der Drache? Hä? Ach, natürlich, hier oben. Und jetzt noch Streichhölzer. Hier habe ich schon gesehen, das blinkert. Ich weiß nicht. Da ist eine Naht. Natürlich, da ist eine Naht. Irgendetwas ist in der Rückenlehne dieses Stuhls versteckt worden. Ich muss etwas finden, mit dem ich es herausschneiden kann. Da sind Streichhölzer drin. Würde ich auch immer so verstecken. Ja, Streichhölzer. Immer in die Rückenlehne eines Stuhls einnähen. Wir haben Streichhölzer bekommen. Ach, natürlich. Und ich weiß auch, wohin. Wo war die Küche? Da. Wieder mit der coolen Musik. Warum? Doch, siehst du, funktioniert. Dieser Kessel kocht schon fast. Ich muss nur noch ein klein wenig warten. Ja, ich habe es doch schon auch runtergenommen. Und wer hat das Ding jetzt wieder ausgemacht? Es ist plötzlich aus unerklärlichen Gründen ausgegangen. So, wenn wir jetzt kochendes Wasser drüber gießen, dann würde die Figur auch natürlich nicht kaputt gehen. Weil man weiß ja, aus welchem Material die ist. Vogelschlüssel. Irgendwo brauchte ich doch so ein Zeug, ne? Wo brauchte ich denn sowas? Was muss ich denn hier jetzt machen? So, hier ist doch ein... Ach, hier ist ein Buch. Ja, ich habe eins der Bücher gefunden. Nur durch Hilfe des Ausrufezeichens natürlich, aber immerhin. Ach, natürlich. Ach, hier. Vogelsymbol. Ich wusste es. Irgendwo war das. Und da finden wir ein Lineal. Was für eine Ausbeute. Da ist auch noch eine Flasche. Liegt das auch noch hier? Ist die Flasche auch noch, seitdem das hier verlassen wurde, immer noch da? Bäh, ja, will ich den Inhalt nicht sehen. Echt? Wegen dem komischen... Ach ja, guck hier. Warte, wo war das?
Wo war das? Ich weiß es. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.